auf Zobel an der Achtuba. Ich bin super gespannt, ob der Spot funktioniert. Ich stehe jetzt hier seit 3 Minuten. Die ersten 3 Fische sind drin und es war auch schon Zobel dabei. Ja, AMP hatte mich vorhin angeschrieben und meinte, allen brauchst du noch Zobel an der Achtuba? Und brauchen bei so einem Riesengewässer und so einem gewaltigen Ehrenfischer-Fangbuch sozusagen, ja, würde ich mitnehmen, aber direkt brauchen, hatte ich ihm auch gesagt. Naja, ist halt nice to have, nimmt man gerne mit. Und ja, hier an der Stelle soll Zobel funktionieren, einer der sogenannten Z-Fische. Und ich bin sehr gespannt, was denn da noch geht und ob hier noch mehr geht. Relativ simples Setup. Und das triggert mich natürlich immer, ne? Simples Setup finde ich natürlich super. Das, muss ich sagen, schockt mich eher ein wenig. Die Kandidaten in groß auf meinem kleinen, dünnen 4-Kilo-Setup jetzt gerade. Gar keinen Bock drauf. Aber wir hoffen mal, dass das die Ausnahme ist. Ich schaue mal kurz rein. So sieht es hier aus. Mittlerweile jetzt hier in der 4. Minute. Zobel, Rotauge, Marmorkarpfen. Naja, kann gerne weitergehen hier in Richtung 500 plus Zobel. Dann macht das auch kohlemäßig hier richtig Bock. Und die Dinger ballern dann eben auch gut rein, wenn wir damit den Kescher füllen. Das Schöne ist, ohne eine Futtermische, komplett basic. Wobei ich das natürlich auch noch mit einer Futtermische testen werde. Das allerdings erstmal später. Erstmal jetzt ohne Futtermische. AMP hatte mir das ja geschrieben und meinte, Algen ohne Futtermische lübt. Von daher wird das wohl auch gehen. Seine Trophy hat er hier auch abgehakt. Ist natürlich auch immer schon mal ein gutes Zeichen. Und wir gucken einfach mal, was hier geht. Auch da werde ich gleich noch mal ein bisschen rumprobieren mit Hakengrößen. Zum Teil kleiner, zum Teil größer gehen. 12er Haken bis 10er Haken hat er empfohlen. Und er stand hier wohl auch 2 Tage, hat durchgesuchtet, hat probiert und war dann auch hier erfolgreich. Und das Schöne ist, das Ganze funktioniert auf super simplen Setup bzw. ganz einfachen Köder Perlengraupe. Perlengraupenbrei. Das ist natürlich mega gut. Also so ein simpler Köder. Einfach praktisch dafür, dass das dann funktioniert. Anstatt jetzt irgendwelche Würmer und Larven zu verwenden, ist das natürlich super günstig. Und wenn man damit dann auch noch gut Silber machen kann, ist das ja perfekt. Mein Setup ist jetzt gerade so aufgebaut, dass ich nur Fluorocarbon als Hauptschnur verwende. Hauptschnur und ja, dann natürlich kein Vorfach. Ich werde vielleicht ein Setup gleich auch nochmal umbauen in ganz normale Monoschnur und als Vorfach dann einmal Karpfen-Vorfachsmaterial verwenden. Also das spezielle Vorfachsmaterial mit einer Tragfähigkeit von 6,8 ist es, glaube ich. Also so ungefähr in diesem Bereich. Und vielleicht nochmal ein Setup zusammengebaut, nochmal darunter, vielleicht im Bereich von 2 bis 3 Kilo nur Fluorocarbon. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Oder, fällt mir gerade auch noch ein, dann aber vielleicht auch als Vorfach lieber, Microbraid, 2,8 Kilo Microbraid, super dünn. Auch das werde ich nochmal testen. Gucken wir mal. Ich habe ein bisschen Zeit, ich habe auch ein bisschen Bock drauf. Z-Fische machen immer Spaß. Gerade auf diese kleinen Fischis gehe ich ja auch immer ganz gerne. Aber die kleinen Fischis dürfen auch gerne groß werden in ihrer Kategorie. Von daher muss ich einfach nochmal ein bisschen testen und abwarten, was geht. Ich werfe mal richtig schön weit raus. Ist natürlich jetzt die Frage, er hatte gesagt 15 Meter. Hier haben wir ja schon fast 2 Meter, die wir hier gut machen können. Vielleicht werfe ich einfach nochmal ein bisschen weiter oder ich stelle mich hier oben hin und werfe dann maximal so in Richtung 20 Meter aus. Gucken wir mal, wo wir da genau hinwerfen und ob es dann hier vielleicht in Richtung von diesem Baum ist oder einfach straight up geradeaus in Richtung Gebüsch. Ich habe jetzt gerade einmal ein bisschen links geworfen, einmal ein bisschen rechts und einmal geradeaus. Hier wird erstmal getestet. So ein Hinweis ist ja immer hilfreich, nutze ich auch immer gerne solche Hinweise, wenn etwas funktioniert.
Und dann wird aber trotz allem natürlich immer noch selber rumprobiert und selber überlegt, was kann man denn machen. So ein Spot ist halt immer ein guter Hinweis. Wenn er für einen funktioniert, muss er für dich ja noch nicht gleich gut funktionieren. Aber trotz allem ist es ja ein Hinweis, dass die Fische da sind. Da muss man halt für sich gucken, was kann funktionieren. Vielleicht ändert man sein Setup ein bisschen ab, verändert vielleicht noch ein paar Köder oder. Es gibt viele Möglichkeiten, da an solchen Stellen noch ein bisschen rumzuspielen. Ja, im Moment, wie gesagt, ist es schon mal recht eindeutig. Er hat von einer sehr guten Frequenz gesprochen. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Ich liebäugel tatsächlich natürlich damit, hier eine Futtermische zu machen, die dann in Richtung Perlengraupe natürlich geht. Perlengraupe als Basis. Wenn ich da noch später eine verwende, dann blende ich die auch nochmal ein. Im Moment werde ich jetzt erstmal keine verwenden, werde das jetzt so, wie es ist, erstmal hier schön durchangeln. Wahrscheinlich auch erstmal bis in die Abendstunden. Und dann gucken wir gleich einfach mal, wie das dann hier weitergeht. Ja, so eine Trophy einfach mitnehmen, klar, wäre natürlich nicht schlecht. Es zuppelt auch immer wieder. Nasentrophy oder Nase geht wohl auch hier mit rein, soll wohl auch hier auf den Köder funktionieren. Na. Vielleicht muss ich auch mein Setup gleich ein bisschen umbauen. Ja, guck mal. Ich habe hier die mittelschweren Spitzen dran. Ich gehe da nochmal ein bisschen feiner. Auf die kleinen Spitzen hier die 14 Gramm Spitze. Also auf die kleinen Fische die 14 Gramm Spitze. Und hier lassen wir nochmal den 12er Haken. Ich werfe mal hier auf 18 jetzt raus. Ziehe nochmal richtig schön durch. 18 Meter, weil ich halt ein bisschen weiter draußen stehe. Bisschen weiter weg von der Wasserkante. Auch hier ist noch was dran. Auch hier gehe ich gleich von der Rutenspitze nochmal leichter. Das aber, ja, das ist schon mal ein bisschen mehr. 160, aber da geht noch was. Hier mache ich jetzt mal einen 10er-Haken drauf, hat er ja auch gesagt. 10er-Haken hat bei ihm funktioniert. Und die dritte Route werde ich tatsächlich gleich mitnehmen. Na, 16er, 18er-Haken. Auf jeden Fall was Kleineres. Nehmen wir mal den hier als 10er-Haken. Perlengraupe auch mit drauf. Auch hier nochmal auf 18 Meter. Und nochmal richtig raus damit. Jawohl. Übrigens vom Untergrund her ist das hier alles lehmiger Untergrund. Clay als Untergrund. Dementsprechend habe ich dann natürlich auch das Clay-Blei verwendet. Inline-Montage, Inline-Blei. Wenn ihr mit der Schlaufenmontage da seid, dann das ganz normale Grundblei geht natürlich auch. So, gucken wir mal, was jetzt hier noch dran geht. Die erste Nase. Da ist sie. Okay. So, auch hier jetzt nochmal eine kleine Veränderung. Ich glaube, ich gehe erstmal auf einen 16er Haken. Einmal größer testen, einmal kleiner testen. Aber auch hier nochmal ein bisschen weiter rauswerfen. Ich glaube, ich komme aber gar nicht so ganz hier auf die 18 Meter. Also irgendwo zwischen 15 und 18 Meter. Und ich habe die Spitze nicht geändert, ne? Ne, die müssen wir gleich nochmal ändern. So, es zuppelt hier sofort los und auch sogar ein bisschen doller. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für den etwas größeren Haken. Jetzt ist die Frage, führt der größere Haken auch dazu, dass ein größerer Fisch beißt? Oder ist es ein kleiner Fisch, der den großen Haken nicht gebissen bekommt? Dann ist es natürlich schlecht. Andererseits spart das dann Köder. Und, naja, man hat halt nicht unnötigen Biss sozusagen, ne? Ich meine, die ganz kleinen hier, die bringen eben auch kein Silber, die will man halt nicht. Also hier in dem Bereich, das ist schon nett, das ist auch okay. Und der ganze Kleinscheiß, die kleinen, die brauchen wir alle nicht. Die kosten nur Geld. So, da wieder auf dem 12er-Haken jetzt. Köder alle noch nach wie vor gleich. Ich habe auch schon Lust, hier weiterzumachen, auch andere Köder noch zu testen. Einfach mal wieder schön auf kleine Fische, war ich schon lange nicht mehr. Zuletzt immer wieder auf Karpfen oder Spinning am Yama und sowas. Einfach mal wieder auf Kleinfische. Seitdem ich am Windenbach den Don Kaulbarsch als Trophy habe, seitdem
bin ich so selten auf kleine Fische. Und das habe ich ja lange, lange viel gemacht. So, jetzt hier gerade auf kleinen Haken, ne? Kleiner Haken. Auch eine Nase wieder. Jetzt ändern wir mal eben die Spitze auf 16er Haken. Ich werfe mal voll aus. Ja, damit kommen wir dann ungefähr auf diese 18 Meter. Das funktioniert. Ja, wettermäßig ist es, glaube ich, so wie immer an der Achthuber. Es wechselt häufig, also immer gerne warm. Es wechselt häufig so zwischen diesen 33, 34 Grad. Das ist wirklich mal eine Ausnahme hier. Aber das ist, glaube ich, so ein ganz normales, typisches Standardwetter für die Achthuber. Von daher bin ich da jetzt nicht großartig, ja, oder ich glaube nicht, dass es ein anderes Wetter war bei AMP, als er mir die Nachricht gegeben hat, dass das hier funktionieren soll. Also ich denke, das wird einfach so Standardwetter sein, gerade wenn er zwei Tage am Stück hier war, wird irgendeiner der beiden Tage bestimmt auch so um die 33 Grad gehabt haben. Das wird schon passen. Ja, jetzt gehen hier einige Nasen drauf. Alles auf dem 16er Haken. Warte mal, ich teste mal ein bisschen weiter rechts. Ich werfe einfach mal hier so ein bisschen in die Richtung. So. Und die anderen, die werfe ich gleich auch noch mal ein bisschen weiter runter. Aber im Moment scheint einfach geradeaus auch wirklich ganz gut zu funktionieren. Und jetzt auch hier gerade auf dem 12er Haken. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen weiter rauswerfen. Auch hier wieder eine schöne Nase. Auch gar nicht verkehrt. Also Nase, wenn man da einen Spot hat mit einer guten Frequenz in einem großen Gewicht oder in einem vernünftigen Gewicht, dann ist Nase auch tatsächlich silbermäßig. Nicht nur Silber von der Farbe, auch Cash-mäßig gar nicht schlecht. Kann man gut mit Silber machen. Aber es muss auch da eben die Frequenz da sein. Ja, ähnlich wie bei den ganzen anderen kleinen Fischen. Das zählt ja auch für Rotauge zum Beispiel. Bei einer guten Frequenz, dann lübt das einfach. So, ich würde sagen, ich teste jetzt hier einfach nochmal ein bisschen. Und dann gucken wir gleich vielleicht nochmal eben rein in den Kescher. Letzten Endes ist es das aber eigentlich hier. Noch kein großer Brocken dabei. Aber der Zielfisch ist da, der Beifang ist auch da, so wie angekündigt. Und ich teste jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Vielleicht sind ja so die Morgenstunden und Abendstunden wieder richtig interessant. Und es geht gleich noch ein richtig dicker Brocken rein. Werden wir sehen. Und der erste Einschlag hier am Abend. Doch nochmal auf Zuckmücke gewechselt. Nächster Zobel 213 Gramm. Und es geht weiter hier. Es zuppelt und es zuppelt. Es geht aber auch vieles rein. Ich ändere jetzt hier auch nochmal eben auf den 12er. Zuckmücke geht, glaube ich, bis 6er Haken, genau. Also 12er Haken nochmal raus mit der Zuckmücke. Einer der Köder, die ja mit drinne stehen in der Fischbeschreibung sozusagen. Deswegen hatte ich die einfach mal gewechselt und getestet. Es gehen zwischendurch die Brassen bei mir rein, die Ostbrassen. Das ist natürlich eigentlich nicht ganz so das, was wir hier haben wollen, neben der Nase nach wie vor. Ja, Frequenz ist da, allerdings bei mir im Moment noch nicht so wirklich viel Maßiges. Also, Rotaugen, Nasen, Zobel, Ostbrassen, kleine. Ja, die wollen wir, wie gesagt, eigentlich nicht haben. Jetzt teste ich, wie gesagt, nochmal einen etwas anderen Köder. So geht das halt, wenn das eine oder das Empfohlene nicht funktioniert, probiert man es halt ein bisschen aus. Immer ein bisschen was anderes testen noch, weiteres testen noch. Verschiedene Uhrzeiten muss man natürlich auch mal erstmal ein bisschen durchlaufen lassen. Und wenn man eine Futtermische verwendet, dann natürlich auch erstmal noch die Wirkdauer der Futtermische abwarten. Also da gibt es einiges, was man natürlich erstmal noch original durchtestet. Und wenn dann nichts geht, geht man so langsam rein ins Probieren sozusagen und Experimentieren. Boah, ey, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Na, jetzt bin ich ja platt. Na, jetzt bin ich ja platt. Und auch noch ein Feeder-Achievement auch noch gemacht. Das ist ein Ding. Das ist ja ein Ding. Feeder Rang 5, jawolski.
Alten. Ja, dickes, fettes Dankeschön an den AMP. Ich bin ja sehr übergerascht, zumal ich gerade noch so einen dicken Brocken hier, so eine ostsibirische drauf hatte. So eine Ostbrasse, wo ich mir dachte, Alten, die olle Ostbrasse ist schon wieder die nächste jetzt, die nächste schwere. Nö, aber geht auch gut hier. Und das bei mir jetzt auf der Zuckmückenlarve mit 12er Haken. Schönes Ding. Ich mache ein bisschen weiter. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was rein. Ja, also, was ist denn jetzt das Resümee? Was soll ich sagen? Nach einer Trophy immer geil, oder? Ganz klarer Fall. Aber es ist trotz allem recht durchwachsen. Nach wie vor natürlich hier ohne Futtermische. 15 bis 18 Meter. Ist hier eine Muschel dran? Fluss. Oh, da war doch eine Muschel dran. Lag ja hier vorne vor den Füßen. Auf Zugmücke. Auch nicht schlecht. Nehme ich auch noch gerne mit, die Muscheln. Verschiedene Hakengrößen. Fassen wir es eben zusammen. Verschiedene Hakengrößen. Vom 16er Haken bis hin zum 10er Haken war da jetzt alles mit bei. Die Trophy war hier drauf. Auf 12er Haken mit Zugmücke. 12er Haken, absoluter Klassiker für Z-Fische. Ich habe noch keinerlei Vorfächer oder Vorfachsmaterialien verwendet. Das heißt also, ich bin hier quasi mit Vorfach von 4 Kilo, Fluorocarbon 4 Kilo unterwegs. Das halt nur als Hauptschnur verwendet, ohne Vorfach. Also von der Größe her scheint es zu klappen. Kescherbild recht durchwachsen, immer mal wieder Flauten, wo nichts funktioniert. Sehr, sehr verschiedene Fische mit bei. Wenn wir hier Marmorkarpfen sehen, Ostbrasse sehen, natürlich auch hier die Nasen und die Zobel. Ich glaube trotz allem, dass das relativ random ist. Also der Fisch ist da, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schon, ja, auch ein bisschen tricky ist. Gucken wir mal, ob hier noch ein paar große Brocken reingehen. Vielleicht ist es tatsächlich eher Morgenstunden, Abendstunden, so ein Dingen. Und ja, ob da jetzt eine Futtermische großartig hilft, das ist natürlich die große Frage. Ich tüdel mal eine zusammen, ich baue mal eine zusammen. Wir nehmen mal die normalen Bällchen und hier nehmen wir dann natürlich die Perlengraupe, den Hauptköder als Basis, und dann nehmen wir als nächstes natürlich die Zuckmückenlarve auch noch mit rein. Zuckmückenlarve, und wir nehmen nochmal Zuck, weil wir es ja haben. Zuckmückenlarven Feed Pellets. Damit haben wir den Bereich schon mal abgedeckt. Ja, das ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich habe den Dip jetzt auch schon mal auf Zuckmücke gewählt. Es ist ja Perlengraupe, Perlgraupe ist ja Gerste. Und dieser Köder, ich kann mir vorstellen, also entweder, dass man das vielleicht hier noch mit Reis möglicherweise kombiniert, dass man nochmal extra so Körnchen hat, oder wir nehmen Weizenkörner, dass wir das noch mit reinmischen hier, oder man lässt das einfach komplett weg und macht gar nicht so viel, einfach nur simpel drei Komponenten hier oder zwei Komponenten und mehr nicht. Perlgraupe quasi als Basis, und dann nimmt man hier einfach nochmal die Zuckmückenlarve und Zuckmücke als Aroma. Das kann ich mir vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass man das nochmal kombiniert. Ich glaube, ich teste das erstmal so. Nenne das einfach Perlzuck und werfe das so gleich einfach mal raus. Ja, einfach nur auf die Gefahr hin. Also lieber weniger als zu viel. Nicht, dass wir dann auf einmal, wenn wir hier noch andere Komponenten mit reinbringen, den ganzen Spot voll haben mit Brassen. Das wollen wir natürlich nicht. Also Perlzuck, Qualität 10 von 10. Hier geht es auch gerade wieder richtig ab. Und das teste ich dann gleich. Das teste ich, wie gesagt, dann aber nach dem Video. Und wenn das funktioniert, schreibe ich das dann gleich auch noch hier rein. Währenddessen kann ich dann schön noch das Video schneiden und so Sachen. Also, Petri, ihr Lümmels, viel Erfolg. Zieht raus hier die Dinger. Vielleicht geht da ja bei euch auch was. Und ihr könnt hier Zobel abschließen als Trophy an der 8 Huber. Hatte ich eigentlich den Spot schon gezeigt?
noch gar nicht so richtig, ne? Also, wir sind hier ganz easy auf der Hauptinsel, direkt an der Base, eben hier über den Hügel laufen und schon sind wir am Spot. Super easy, 15 bis 18 Meter einfach rausgeworfen, braunes Blei, 12er Haken, Perlgraupe und Zugmücke als Köder und dann rausziehen die Brocken. So, aber jetzt Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.